ja, alter Düsseldorf-Fan, alte Verbundenheit zu den Toten Hosen. Und das erste Mal bei diesem tollen Event dabei, mit der Rheinischen Post. Ich fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen und ich hoffe, ich werde wieder mal eingeladen. Ich darf das Feedback von unseren Gästen wiedergeben und die sagen halt einfach, die Atmosphäre im Steigenberger Parkhotel ist natürlich erstklassig. Normalerweise hat man halt einfach nicht die Möglichkeit, ein 7-Gang-Menü mit 7 verschiedenen Weinen zu probieren. Jedem hat Spaß gemacht und jeder hat was auch gelernt und nimmt etwas mit nach Hause und ich finde, das ist wichtig. Ich habe heute gemacht einen Crispy Seabass mit Maracuja, Jus, Farofa und aktiviertem Gemüse. Die Zutaten sind das Entscheidende. Die Kombination der Zutaten und die Zutaten sind das Entscheidende. Und da lege ich einfach Wert darauf, dass es so natürlich wie möglich ist. Ich denke mal, die Veranstaltung lebt zum einen von der Qualität des Hauses. Und dann natürlich auch nochmal von den Gästen, die kommen. Meine Tochter Katharina, die das vorbereitet hat, die hat hier mit dem Küchenchef gesprochen, hat es abgestimmt. Die wollte wissen, wie sind die Aromen, wie schmeckt das alles. Und danach hat sie den Wein ausgesucht. Ja, ich meine, den ersten Gang, den ich heute gemacht habe, das war dieses Kalbstartar mit dem zweierlei Sellerie. Dieser Nusskräuterbutter, die wir drüber gemacht haben, so lauwarm und im Trüffel. Das ist einfach ein Gericht, das macht total Spaß im Mund. Das ist so ein Umami-Gericht, das schmeichelt einfach den Gaumen und macht Lust auf mehr. Du kannst da wirklich die ganze Vielfalt an Weinen dazu trinken und du freust dich auf die nächsten Gänge, die kommen. Meine Weine machen Spaß, sind sehr experimentierfreudig im Glas. Sie sind mein Spiegelbild vom Charakter, sie sind mein Tagebuch. Super gut, es ist ein reger Austausch. Viele Köche da, viele Winzer. Multikulti, man kann, ja, man hat Spaß und essen und trinken. So eine schöne Atmosphäre. Bleibt zusammen. Das Leben ist anstrengend genug. Da kann man wenigstens beim Essen ein bisschen Spaß haben. Und es ist natürlich so, dass sich hier einfach tolle Menschen treffen. Man kommt in Kommunikation. Das hört man ja im Hintergrund. Stimmung ist gut, Musik ist da. Also es könnte Schönes geben.